Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 4. Oktober 2021, 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen heute Morgen, wir haben wie in den letzten Tagen immer wieder eine Kurslücke, ein Gap. Und zwar sehen wir dieses Gap hier um bei der 15.2. Wir haben 15.107 hier unten schon die sogenannte Big Number platziert. Wir gehen nochmal, also ist einmal mit unseren Größen rein, 0,07. So, 15.140. Bei 15.1 haben wir jetzt erstmal unsere Box platziert. Und wir bleiben auf diesem rechten Chart und schauen uns das Ganze am Freitag nochmal an, was für Blue Boxen wir hatten. Und wir sehen dort, die Volatilität war so gut, dass wir nur eine ganz spät abends haben, also als außerhalb unserer Zeiten. Gehen wir jetzt einmal in die Vola Boxen rein. Auch hier blicken wir mal am Freitag rein. Ich mache mal das auf dem 5-Minuten-Chart, dann sehen wir das ein bisschen besser. Das war der Freitag mehr oder weniger. Und die Frage, wo kommen die Vola-Boxen heute rein? 15.114 zu 15.99, also fast ein sogenannter Big Number Trade. Big Number Trade hier heute bei der Vola-Box. Und jetzt wird die Frage wieder an die Clubmitglieder: Machst du dort ein Hedge-Auflösungstrade, solange wir weit entfernt sind von der Vola-Box, also dass der Markt ein bisschen Schwung reinbekommt, werde ich das natürlich machen. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, das heißt mit erhöhtem Risiko in der Vola-Box. Okay. Und wir sehen 15.145, die Big Number. Und wie immer, jeden Morgen gehen wir einmal auf die große Wetterlage ein und schauen uns die Märkte mal im Daily an und fangen heute an mit Bitcoin. 47.000 Dollar auf 4 Stunden Long. Wir gehen mal eine Etage höher. Weekly sehen wir auch sehr schön Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long. 15 Short und 5 auch Long. Also hier ist die Richtung klar, die Tendenz zumindest. Und Ethereum ist wieder, wer also Ethereum gekauft hat, auch als Trade. Ja, wir waren letzte Woche unter 2,7. Der ist jetzt wieder bei 3.300, also auch schön volatil. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long. 15 Long und 5 Minuten entwickelt sich, ist eher dennoch Tendenz Short. Das aus der Welt der Kryptos. Wir gehen eine Etage höher. Und ich habe hier als ersten den Dow Jones. Weekly erholt er sich. Der Deckel ist oben drauf. Hier im Dow Jones. Daily sind wir Short. Unterstützung haben wir hier. 4 Stunden sind wir auch Short, Stunde sind wir Long, 30 sind wir Long, 15 sind wir Long und 5 Minuten auch. Ja, also was bringt uns das? Daily Short, 4 Stunden auch Short, also in den höheren Zeitebenen eher weiter abwärts. Die Tendenz gehen wir auf den S&P 500. Daily sind wir, ihr seht es, im S&P, es war ja hier wie lang gezeichnet, da sind wir unten durch im Daily auf Wochenbasis. Erholen wir uns auch hier, wenn wir die Fibos mal ranziehen ohne Sonne, einfach nur so, dann sehen wir, das ist das 23er Retracement von dem Corona-Tief hier vom letzten Jahr. Diese Bewegung hier, dann hätten wir das als erste Unterstützung von der, ja, vom Luftholen. Kein Abwärtstrend, es ist einfach nur Luft holen, ein bisschen, um vielleicht neue Anstiege zu tätigen. Daily sind wir Short, 4 Stunden sind wir Short, Stunde sind wir Long,
30 Long, 15 sind wir Short und 5 Minuten sind wir auch aktuell noch Short. S&P 500, Technologiebörse Nasdaq, Daily sind wir Short. Auf Weekly sehen wir auch hier das Corona-Tief. Da sind wir noch entfernt von Short, Daily 4 Stunden, Short, Stunde, Short, 30, Short, 15, Short und 5 Minuten auch Short. Also sehen wir klare Tendenzen. Gehen wir zum Öl. Öl auf Daily Long und Weekly Long. Und wir sehen hier im Long, wo der Markt jetzt gerade feststeckt. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold, Daily Short, Weekly Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short in Gold. Und der letzte Markt, den wir uns anschauen schnell, ist der DAX auf Wochenbasis Long. Daily sind wir Short und wir sehen sehr schön hier, da wo wir uns aktuell befinden, nämlich bei dieser 15.000er Marke, ist die Unterstützung. 4 Stunden sind wir Short, Stunde sind wir Short, 30 sind wir Short, 15 sind wir Short und 5 auch. Also Tendenz weiter Short, aber wir haben die Kurslücke, die Gaps. Das heißt, wenn der Markt Luft holt hier zu einer Korrektur, dann ist das Ziel hier erstmal die Kurslücke zu schließen. Okay, das war kurz der Überblick. Schnell. Und ja, wir sehen aktuell, der DAX kommt Richtung Big Number 15.100. Würden wir die Vola-Box, wie gesagt, um der Markteröffnung machen, werde ich nicht erhöhtes Risiko eingehen, weil wir haben das gemerkt, auch letzte Woche schon, dass wir dann in so einen Aufschaukelungsmodus relativ schnell bei der Markteröffnung kommen. Und deswegen, dadurch, dass wir uns hier jetzt schon in der Region befinden, werde ich erstmal auf das geringe Risiko eingehen. 0,007, ähnlich wie bei der Big Number auch. Vola Boxe erst ab 9 Uhr.